Ja, der wird dir nicht mehr ins Bett fallen. Und was hat das mit dem Reading zu tun? Als magisches Medium teile ich mit dir meine Readings aus dem Alltag, Erkenntnisse, magische Reisen und Wochenbotschaften für dich. Bleib dran! Habe ich gesagt, ein magisches Medium? Ich bin ein magisches Medium. Bei diesem schönen Reading mit der lieben F, die Mitte 30 ist, konnte ich halt sehen, ich gucke mir das ja immer im Außen an und auch auf der Seelenbasis, also Außenwirkung und Seelenbasis, dass es im Außen tatsächlich so war, dass es mega anstrengend war und so nach dem Motto, wo sind denn deine Gedanken und was kommt denn jetzt hier auch, ne? Also so eine Außenwirkung auf der Seelenbasis. War das völlig klar, ehrlich. Die Seele hat ganz klar gesagt, es gibt hier Themen mit der Arbeit und auch mit dem Vater des Kindes. Aber ich laufe jetzt hier auch weiter und ich laufe in eine sonnige Zukunft. Und das war auch das Bild, als ich mich mit ihr ganz am Anfang connected hatte, war das auch dieses Bild, was ich reinbekommen habe. Dieses wirklich, dass man so auf der Terrasse eines kleinen Gartens steht, sich aufrichtet und wirklich schauen soll, in die Sonne schauen soll, die Schönheit wahrnehmen soll. Und ich glaube, dass uns das manchmal verloren geht. Nicht, dass die Meldung jetzt war, geh raus in den Garten und schau dir was Schönes an, sondern das ist ja immer symbolisch zu sehen im Sinne von, du darfst aufatmen, nimm das Schöne wahr, das Schöne kommt hier auf dich zu. So, und dann habe ich weitergeguckt und ich sag, du, im beruflichen Umfeld nehme ich das wirklich schwierig wahr, was Firma und ja, Beruf hier angeht. Da sagt sie, wem sagst du's? Und also die liebe F im öffentlichen Dienst hatte tatsächlich da auch ihre Entscheidung getroffen und hatte sich noch für eine ganz neue Orientierung, für ein ganz neues Studium entschieden. Und ich habe sie so gefeiert. Ich sage, es war genau das, was du brauchst. Ich nehme mir wirklich wahr, dass wenn du in diesem Amtsbereich, in diesem Fachbereich auf dieser Stelle geblieben wärst, du wärst echt in einen Burnout gegangen, weil das hat dich leergezogen, diese negativen Energien. Und deine Seele möchte hier wirklich ja, sich auch sozial engagieren und möchte was tun. Also du bist komplett auf dem richtigen Weg. So, sie war jetzt auch mit dem Studium schon relativ weit fortgeschritten. Und ich sage, weißt du was? Und auch da ist es so, du wirst dich hier noch finden. Also, ich nehme da wahr, also diese Praktikumsstelle, was du da jetzt auch gerade machst, das ist fein. Es ist so wie auftanken, aber letztendlich wirst du noch ja, bestimmt 2-3 Mal wechseln. Also ich merke einfach, dass sich da deine Kenntnisse auch immer weiter stabilisieren werden und dass du auch da immer noch was Neues tun wirst. Und ich spüre einfach, genau das kam auch noch so rein, deine Kreativität kommt zurück. Du warst. Bevor du in den öffentlichen Bereich gegangen bist, warst du was ganz Kreatives und hattest eine ganz kreative Ader. Das ist so, wie mit Asche überschüttet worden. Und das spüre ich einfach wieder, dass das rauskommt, dass du wieder anfängst zu leben. Dann nahm ich hier aber bei ihrem Fundament auch tatsächlich noch einen Sohn wahr. Ja, hat sie auch bejaht. Und dass das Verhältnis zum Vater auch schwierig ist und darüber machte sich natürlich auch viele Gedanken. Und ich konnte den Vater wirklich auch so weit beschreiben und das erste ehrlich, dass ich gedacht habe, dumpf. Also der nimmt überhaupt nicht dieses Sternenlicht von seinem Jungen wahr. Deshalb sage ich dumpf. Ne? So, dass man und dass man sich nicht freut, wenn man so einen tollen Jungen hat. Und das konnte ich auch so spüren und das hat sie auch bestätigt, indem sie sagte, ja,
Also wir haben Regelungen, was das Umgangsrecht angeht, aber in den Ferien sind das wirklich nur wenige Tage. Alles klar. Gut, das muss jeder so für sich entscheiden. Aber wie gesagt, für mich kam das sehr dumpf rein. Und dann fühlte ich auch so, ich sage, ich nehme dich und den Kindesvater gar nicht groß connected war, hat sie auch bejaht, weil sie sagte, ja, wir sind relativ schnell nach der Geburt des Kindes auch wirklich auseinandergegangen. Und ich sage, also, das mag damals noch einigermaßen irgendwie gepasst haben, wo ich da auch denke, eure Energielevel waren da auch schon so, dass, ne? Aber ich sage, der wird dir doch heute überhaupt nicht mehr ins Bett fallen. Ja, sagt sie ehrlich, so ein Spaß. Genau so ist das. Also, dieser Junge war hier definitiv verabredet. Und bei dem Jungen war es jetzt hier tatsächlich auch so, weil der Vater, wie gesagt, ich habe ja eben auch gesagt, der hat das Sternenlicht nicht so wahrgenommen, so wie ich das wahrgenommen habe. Ich sage, ich binde deinen Jungen mehr mit, hier auch schon in deine Arbeit mit ein. Das tut ihm gut. Besprich das mit ihm. Du hast so einen hellen Jungen, ehrlich, der ist so auf Zack. Und der braucht das. Und der braucht auch dieses, ich nenne das mal, mit dir zu arbeiten. Ne? Das ist einfach auch das, was Kinder wollen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber da rede ich jetzt mal kurz von mir. Bei mir war das tatsächlich so, dass mein Papa, der war Maschinist, also der hat einen großen Bagger gefahren. Und für mich als kleines Mädchen war das das Größte, wenn der hier im Ortsteil irgendwo war und ich konnte dann beim Papa irgendwo mit auf dem Bagger sitzen. Ehrlich, fand ich toll. Da war ich die Chefin, da war ich die Göttin, da war ich Papas kleine Prinzessin. Und genau das möchte ich euch einfach mitgeben. Integriert eure Kinder einfach mit in eure Arbeit ein. Gebt ihnen kleine Aufgaben. Und wenn ihr zum Beispiel irgendwelche betreuenden Aufgaben habt im Kinderbereich, ehrlich, ihr könnt auch sagen, guck mal, du kannst mir mal die Zettelchen sortieren, na, je nach Alter natürlich auch. Aber in diesem Fall passte das ganz gut. Und das habe ich so wahrgenommen, dass der Junge das einfach so fürs Herz wirklich braucht. Ja, dann konnte ich bei der lieben F auch noch sehen, dass ein Umzug wirklich reinkommt. Ein Umzug im Sinne von, du, ich sag, wie flexibel bist du örtlich, weil ich bekomme hier einfach noch ja, so eine örtliche Veränderung rein. Da sagt sie, ja, mit dem Kindsvater. Und ja, ich sage, das muss ja nicht heißen, dass du die Stadt verlässt. Aber ich nehme dich nicht mehr an dem Ort wahr, wo du jetzt bist. Und es wird sich ganz viel tun. Also es wird sich was tun im Sinne von, der Weg ist richtig, den du eingeschlagen hast. Du bist da in deiner vollen Kraft. Ich feiere dich für das, was du tust. Hier so auf dein Herz, auf deine Intuition gehört zu haben, deinem Seelenruf gefolgt zu haben. Und ich nehme das sehr gut wahr, auch wenn sich das da noch weiterentwickeln wird. Aber das, that's the way. Ne? It should be. So, you're doing well. Ne? Und wie gesagt, räumlicher Umzug noch und dann auch, dass da auch wirklich noch eine neue Beziehung schon im Ausblick war und dann aber wirklich auch mit allen Attributen. Weil ich sage, weil du jetzt endlich bei dir angekommen bist, weil du weißt, was du willst, weil du die Vorgaben machst. Also, I'm very happy with you. Also, yay. Und sowas wie den Kindsvater, der fällt dir nicht mehr ins Bett. Also das war echt so easy peasy klar. Also von daher, ihr Lieben, mal wieder ein Beispiel für ein Reading. Ich hoffe, solche Berichte gefallen euch und freue mich natürlich auch immer, wenn ihr sagt, mega spannend, erzähl noch mehr. Ich will euch ja auch nicht langweilen. Also ihr Lieben, macht es gut.